So, damit hallo und ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Omni 2 Folge. Wie ihr schon hören könnt, ich habe jetzt ein anderes Headset auf, beziehungsweise ich probiere mal was Neues aus, statt mit meinem Standmikrofon jetzt mal mit Headset zu zocken. Ja, wenn es so gut ist von der Soundqualität, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare, dann können wir das gerne so beibehalten. Aber gut, das ist ja nicht das Thema hier heute. Wir sind heute in Wuppertal unterwegs, wie beim letzten Video schon versprochen. Ich habe mir den Viertürer Benz rausgesucht von dem MX-200, kostenlosen Fahrzeug. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung. Leider gab es für diese Variante kein passendes Repaint dazu. Aber ich denke mal, mit dieser Farbkombination kommt das doch eigentlich schon ganz gut hin. Würde ich behaupten. So. Viertürer fahren ist auch schon immer geil gewesen, ne? Glaube ich mal. Also ich glaube, wir sind noch nie in Viertürer gefahren, kann das sein? Egal, ob Mercedes oder MAN. Ja, heute mal ohne Ibis Plus Kasse, machen mal mit der ganz normalen Standardkasse, weil ich darauf keinen Bock hatte, das jetzt noch für dieses Repaint hinzuzufügen. Obwohl das kein großer Aufwand ist, aber egal. So. Ja, auf der Linie 611 und ich merke gerade, ich bin am falschen Startpunkt. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte schon dahin. Fängt ja super an. Ja. Fahrplan. 611. Um 11.30 Uhr, 12 Uhr. Was Besseres hattet ihr wohl nicht. Okay, dann 11.30 Uhr. Ja. So, ein realistisches Wetter, keine Ahnung. Zürich. Egal. Da sind es gerade 12 Grad. Schön. Gut, dann schmeißen wir die Kiste mal an. Gehen wir mal nach hinten dafür. Ja, vor allem, was ist das für eine Anzeige? Wen juckt denn die kmh-Zahl? In dem Bus. Ja, gerade so leicht gestruggelt beim Starten, oder? Hm. Gut, machen wir mal die Tür auf für die Registration. Ja, das ist ein französisches Repaint. Habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen, aber das konnte man auch sehen. Gut, viermal die 9. Voll schwer. 6, 1, 1, 1, keine Ahnung. Natürlich war es falsch. Natürlich ist es die Route 2. Es ist immer die Route 2. Es ist einfach wirklich immer die Route 2. Ne? Und ich merke gerade, der Bus hat ein Voigt-Getriebe. Also das ist doch aber kacke jetzt. Ich hoffe mal nicht. Weil dieser Gangwahltaster ist von ZF. Von der jetzt ein Voigt-Getriebe hat, das würde keinen Sinn machen. Gut, egal, wir spulen mal. Ach ja, muss das der Ausstieg bloß? Nee, hä? Okay, da müssen wir doch noch rumfahren, okay. Wie das auch gerade noch so reinpasst, ne? Na, also halt. Wuppertal-Kartenberg, Birkenhöhe, Schleichberg. Hinten schon mit Vollmatrix. Da passt es aber rein. Ne? Ja, fahren wir mal rum. Okay, der hat ein Voigt-Getriebe. Da macht dieser Getriebewahlschalter keinen Sinn. Das ist nämlich nicht korrekt. Eigentlich hätte ich nach rechts gucken sollen, aber egal. Natürlich schaltet er weiter. Erwinstraße. Das ist doch nicht die Erwinstraße. Halt wieder zurück. Ja, tut er. Ist gut. Na, dann spulen wir mal vor. Auf was war das? 30? Ja. So.
Machen wir ein bisschen verspätet los, ist auch egal. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ist Ihre Heizung kaputt? Die ist an. Darf man hier nur im Pelzmantel mitfahren? Guten Tag, lieber Fahrer. Guten Tag, Manfred. Hörst du das nicht? Die Heizung ist doch an. Meine Fresse. Los, macht hin, ich will weiter. Ich will heute noch ankommen. Naja, wer mich kennt, ich bin kein Freund vom Beutetrieb. Deswegen habe ich das vorhin auch gesagt. Aber gut. Fahren wir mal, ne? Erwinstraße. Solange wenigstens das hier geht. Der schaltet auch alles Mögliche durch. Als nächstes, an welchem Datum der Zweite Weltkrieg war oder so, keine Ahnung. Was ist das für eine Innenanzeige, ey? Das ist ein Schild. Auf der Bleiche. Auf der Bleiche. Ah ja, hier. Interessant. Ob jetzt gehen die Frames richtig in den Keller, aber das habe ich mir schon fast gedacht. Ich meine, ich habe es ja auch im letzten Video gesagt, wenn wir im Wuppertal spielen, dann müsst ihr damit rechnen, dass die Performance richtig tief in den Keller hinuntersteigt. Ja. Einmal ein Kinderfahrschein der Preisstufe A, bitte. 71, passend, danke. Ja, mal sehen, wie lange wir das jetzt durchziehen. Ich glaube, ich werde aber auch am Sonntag mal wieder einen spontanen Livestream machen. Sowas gibt es auch mal, so spontan was. Das ist aber halt nicht so geil, ne? Dann sind meistens nicht immer so viele Leute da. Gut, egal. Ey, die Frames, ne? Die gehen ja gar nicht. Ich will da bloß mal eine Schwebebahn sehen. Keine Ansage, jetzt muss ich wieder rüber. Ja, wenn man mit so einer Performance ordentlich bremsen können. Das geht nicht. Natürlich wird es rot. Drecksampel. Der Fahrplan ist doch so schon scheiße, ey. Dann auch noch sowas hier. Komische Klappergeräusch vom Motor, das erinnert mich so ein bisschen an den New Line City in Real Life. Der hat da auch so einen Sound. Der Benz aber eigentlich nicht. Ich glaube, da haben die was verwechselt. Ach komm jetzt. Schalt doch um. Ich habe schon eine Anforderung. Aber die bringt dann Omsi meistens nichts. Auf manchen Maps schon, aber hier nicht. Mit den typischen Spanndauerampeln hier wieder. Ja, wegen sowas wundert ihr euch dann, warum die Videos so lang sind. Ja, könnt ihr mal euch mal ein Beispiel an diesem Spiel nehmen. An mir liegt's nicht.
Nee, nee. Retarder haben wir. Schurstraße. Schön mit Retarderbremsen. Klack, klack, klack. Hallo. Hallo. Jetzt Schwebebahn fahren. Brandströmstraße. Also die Ansagen, die sind ja auch out of nowhere oder so, keine Ahnung. Sagt man das nicht so? Also bis auf den Gong, soweit ich weiß, bis auf die Stimme der Ansage, soweit ich weiß, ist der Gong zumindest korrekt. Aber der Rest... Ich war ja bis jetzt bloß einmal in Wuppertal, ne? Das habe ich auch im letzten Video schon erzählt. Also Schwebebahn mitfahren ist schon Pflicht, ja? Naja, da haben sie die alten ja nicht mehr, die haben wir bloß noch die neuen gehabt. Aber egal, es war auch geil. Fährst du mal hier aus San Francisco oder was? Herzogbrücke. Nicht, dass wir noch aufsetzen. Wenn die Performance besser wäre, dann könnte man hier wirklich richtig geil Bus fahren. Das kann ich mir echt vorstellen. Genauso wie dieses neue DLC für OMSI mit dem Berlin 300. Also die Linie 300. Die hat ja auch eine Performance von einem FPS, also ich habe es nicht geschafft, mit weiter als 3 Haltestellen zu kommen. Privat jetzt. Die Tür hinten. Rums. Die Türen müssen zuknallen. Automatische Haltestellenbremse, sehr schön. Heizung ging jetzt auch aus. Ja, 21 Grad. 21 Grad sind, ist eine Top-Temperatur. Also wer immer 22 Grad macht oder 22,5, der hat einen Knall. Oder 21,5. Alter Markt. Es spinnt genauso. Oh, hier ist ja schon, ja, wow! Langsamer bitte. Was wird denn das jetzt? Stimmt, alter Markt, hier ist ja die Schwebebahn. Nur leider kommt hier gerade keine. In der Hoffnung, die fährt ja auch mal. Vielleicht haben wir Glück und sehen eine. Das ist eigentlich so der Grund, warum ich hier heute dieses Video mache, dass wir mal die Schwebebahn sehen. Vielleicht fahren wir die auch selber nochmal. Ich weiß ja nicht. Ich meine, ich bin die auch schon mal gefahren, Privattest, Cyber, da ja, kommst du auch nicht weit, weil um sie sich denkt, so, ich leite uns die Welt, die nächste Karre nicht weiter und ich stürze ab. Ja. Warum auch immer, also Bus fahren kann man doch, warum das mit der Schwebebahn nicht geht. Sieht schon krass aus, ne? In Real Life sieht das da genauso aus. Das finde ich halt echt schön gemacht hier. Hallöchen. Hallöchen. Warte mal, heißt das, ist das eine Schiebetür, die zweite? Nee, die ist einfach nur leise. Komm mal bitte Preisstufe A.
92, ey. Ist vielleicht doch ein bisschen kleiner. Als Maul, gib mir keinen Zehner. Bitte einmal Preisstufe A. So. Nimm mal die Flossen da weg. Ja, sorry, Leute. Bei solchen Menschen kriege ich Puls. So. Meine Ampel ist da hinten. Haben wir es jetzt? Danke. Weiter. LE. LE. Jetzt kommt der Barmen Bahnhof. Noch keine Schwebebahn hier lang gefahren, ne? Na gut, heute ist Samstag. Wir sind nicht mitten in der Woche. Wo es vielleicht häufiger gefahren wäre. Barmen Bahnhof. Jawohl. Was ist das für eine Einfahrt hier? Oh Gott, zu schnell. Ein Zug, ich höre einen Zug. Da kommt auch einer. Das ist einfach, sieht aus wie ein Teil 2, hat aber einen Sound von der Baureihe, keine Ahnung, 155 oder so. Interessant. Muss ich hier? Ja, ich muss hier. Ich meine, ihr hört es selbst, ne? Alter, wieder beschleunigt! Ich glaube, hier am Barmen Bahnhof war ich auch mal. Oh ja. Doch, hier war ich mal. Da stand ich hier. Hab Busse beobachtet. Dankeschön. Ich glaube nicht, dass hier Pflasterstein war. Was nicht funktioniert. Was einfach bloß eine Textur ist. Gut so. Nein, eigentlich nicht. Barmen Bahnhof. Ja, da waren wir doch gerade. Keine Schwebebahn. Ja, wo bleibt die denn? Also eigentlich fährt die ja als KI auch, ne? Eigentlich. Ich weiß ja nicht, was sie währenddessen alles so updatet. Sie sagen ja nichts dazu, aber... Diese Haltestellenbremse, wie die sich löst, der Sound, der ist so geil. Los, gib doch Gas, Mann. Fahren Sie doch etwas mal langsamer, bitte. Da wird Danny beschleunigt. Ach, weil er Spur wechseln will. Ja, dann. Ja, was jetzt? Verkackt. Ich fahre heute wieder wie eine Sau, ey. Ich will mit. Ja, willst du wirklich? Mensch, was hast du gedacht, wo ich halten werde? Haben wir Zeit? Nein, haben wir nicht. Aber wir sind pünktlich. Wie haben wir das dann gemacht? Was? Was? Ach, am Wochenende alle 10 Minuten. Okay. Das heißt, wenn der, ich sag jetzt mal Zug,
Nee, Bahn eigentlich. Egal. Das gleiche. In 4 Minuten kommt von davon. Dann sind wir sehr gleich. Aber nein, wir verlassen die Strecke jetzt. Aber hoffentlich kommen wir nochmal zur Strecke hin. Loher Straße. Ja, komm wir. Das ist kein Problem. Bis jetzt. Ach, hier ist keiner. Das einzig Schöne beim Voigtgetriebe finde ich, das Void-Summen beim Bremsen. Das Retarder-Summen, ne? Das Schöne bei der automatischen Haltestellenbremse ist, bei dem Bus musst du nicht so viel in die Bremse treten. Das musst du beim MAN nämlich schon. Heißt aber nicht, dass es wirklich besser ist. Zumindest im Real Life nicht. Oh Mann, so sind wir die Schwimmbahn ja gar nicht mehr, wenn wir jetzt hier ewig stehen. So eine Kacke hier. Gut, noch sehe ich sie nicht. Oh. Ja, komm. Kickdown. Ja, der Bus geht, wenn er will. Polizeipräsidium. Es ist schon wieder rot, ey. Warum sind wir jetzt zu früh? Okay, nee, dann sehen wir sie definitiv nicht mehr. Dann sehen wir sie heute gar nicht mehr. Gut, eine hinter uns kam ja noch, ne? Aber... Oh, wie es predicted habe, ey. Alles scheiße. Shitwash. Ach komm, jetzt reicht's mir. Kackampeln, wirklich. Meine Fresse. Ja, da wollte ich angehen hier. Geht's nicht noch schneller? Hallo. Ja, ja, tu nicht so. So, Völklinger Straße. Auch wieder eine Station für die Bahn. Ach komm, zieh. Du sollst nicht runterschalten, du sollst einfach beschleunigen. Mann, ich hasse automatisches Getriebe. So. Hier war auch eine Station, okay. Völklinger Straße. Ach hier, dass sie diese Warnschilder gemacht haben. In den Bäumen. Oh, jetzt pisst es. Nee. Haltet doch mal die Schnauzen, wirklich, das dritte Mal jetzt. Oder vierte. Aber Kreiler Blick. Wie komme ich auf Kreiler? Am Haspel. Jetzt ist sie doch schon wieder rot geworden, ne? Boah, fahrgastfreundliches Fahren war in der Fahrschule wohl nie Thema. Ich stecke ja gleich aus, ne? Warum kommt nichts? D.
Die ist schon vorbeigefahren, ja, das war ja klar. Nee, ich bin gerade auch mies gelaunt, weil Omsi wieder, weil ich heute mal wieder aufnehmen will, wieder wusste, dass ich aufnehmen will und wieder mal alles, wie sagt man, halt wieder keinen Bock hat, irgendwas zu laden, so. So kann man es nennen. Also es hat mich heute schon wieder abgefuckt beim Starten. Beim Starten. Landgericht ist doch, glaube ich, auch eine Station, ne? Landgericht. Was für fahrgastfreundliches Fahren meint er denn bitte? Wenn man nochmal so genau überlegt. Da ist ein Auto weggeploppt. So, das war schön Schleichwerbung, ne? Bayer. Arbeitgeber. Was auch keiner aussteigen wollte bis jetzt, ne? Hi. Kluse. Muse, Kluse, Buse. Alles dabei. Kommt nichts. Wie schade. Ey, ich hätte es gefeiert, wenn jetzt eine Bahn gekommen wäre. Ich hätte unter dem Stallgerüst einfach Pause gedrückt und Screenshot. Einfach fürs Bumpen. So, das nächste ist schon Hauptbahnhof. Sehen Sie an. Aber auch schon Schlenker, wie man auf der Minimap sieht, ne? Ja, fährt halt eben über die Wupper die ganze Zeit lang, ne? Schwebt über uns hinweg. Hauptbahnhof. Auch eine schöne Station. Eine relativ schöne Station. Für die Schwebebahn. Ja. Allerdings war die im Bau, als ich dort war. Also kann ich nicht viel dazu sagen. Und das kommt jetzt hier nicht so ganz hin mit dem Hauptbahnhof, aber egal. Warum fährt hier nichts? Ist doch doof, ey. Neun Minuten, hä? Ja, dann... Ist hier doch schon wieder eine vorbeigefahren, ne? Aber das mit den Ziegelsteinen oder was sein soll, kommt schon ganz gut hin. Oh, Genkurs. Wie sollen wir denn hier mit dem Gelenkbus reinkommen? Das geht nicht.
Wo muss ich eigentlich lang? Ich muss hier lang, okay. Sorry, einmal über den Bordstein, über den Gehweg, beiseite bitte, danke. Einmal so. Geht auch. Volkshochschule. Natürlich schaltet er komischerweise weiter. Ich verstehe es nicht. So, aber hier. Guten Tag. Als ob wir jetzt hier Pause haben. Hallo, Busfahrer. Am Hauptbahnhof. Ja, dann kurz Pause machen. Und abwarten, ob vielleicht nicht doch irgendwie ein KI-Zug fährt. Hallöchen. Naja. Gut, also in einer Minute kommt hier einer. Auch nur für euch natürlich auch schon mal gewesen dort. Aber so ganz kommt das nicht hin. Bis das da drüben ist, naja. Ich wette, es ist ein Fahrplan vorhanden, aber es fährt doch kein KI-Zug. Ich wette es. Oder die sind einfach nur verspätet. Na, wir haben ja Zeit jetzt noch. Das schaue ich mir jetzt an, ob das wirklich so ist. Betreten des Fahrprofils verboten, ja. Das ist doch bestimmt ein Fake. Die kommt doch gar nicht. Niemals. Naja, schade, ne? Das ist eine Enttäuschung. Aber das habe ich mir schon fast gedacht. Natürlich warte ich jetzt hier nicht, bis es 12 Uhr ist. Guten Tag. So. Du hast die Wahl. Beim Lidl. Genau. Hauptbahnhof. Nein. Eben nicht Hauptbahnhof. Volkshochschule. Oh Gott. Naja, der Fanplatz hier, ne? Natürlich sitzt er hier. Ist ja klar. Und das hat auch gar nicht so ganz reingepasst. Lang gedauert.
Jawohl, freie Fahrt. Hier halten wir wohl nicht. Dann war das ja mal eine voll sinnvolle Busspur. Volkshochschule. Oh, das ist doch so ärgerlich, dass sie keine Bahn fährt. Komischerweise, also. Hat mal funktioniert, sag ich mal. Aber warum es nicht mehr ist, frage ich mich auch. Oh. Wieder vergessen, Scheibenwischer anzumachen. Guten Tag. Hallo. Ja, hallo. Bip, bip. 2500 Jahre später. Danke, Moneyboy. Robert Daumplatz. Robert Daumplatz. Wuppertal ist aber auch nicht so klein, wie man denkt, ne? Habe ich so das Gefühl. Das ist auch schon eine größere Stadt. Ich dachte, das wäre halt eine Kleinstadt oder so, aber... Hallo. Aber gut, wenn die Schwebebahn halt eine Fahrzeit von A nach B so 40 Minuten circa hat. Diese Stimme. Wer hat das eingesprochen? Bitte, danke, gern geschehen. Genau wie der Quatsch. Hallo. Das ist gleich wie ein Ruhrgebiet, genauso Müll. Einmal Preisstufe A, bitte. Bitte, danke, gern geschehen. Das sind dumme Sprüche, ey. Hinter Schenken. Was mal reingetringelt. Treppenstraße. Treppenstraße? Komm, das sind doch auch wieder diese Ruhrgebietsautos hier, oder? Die KI-Autos? Also irgendwie, weiß ich nicht. Kommt mir das alles sehr verdächtig vor. Hallo. Hallo. Was geht, Manfred? Diese Voice, ey.
Pestalozzi-Straße. Glaube ich, ist auch eine Station von der Schwebebahn. Irgendwo hier links, ne? Ja, da hinten sieht man es. Ja, da hinten. Ja, wenn diese blöde Balken hier nicht im Weg wäre. Ja, da hinten ist die Station. Westring auch wieder. Also wir fahren doch ein längeres Stück an der Strecke entlang, als ich dachte. Westende. Ah ne, Westende. Habe ich Westring gesagt? Habe ich überhaupt was gesagt? Habe ich überhaupt was gesagt? Was waren das eigentlich gerade für Treppen hier? Was denn das? Was denn das? Kann mich mal einer aufklären, bitte? Vogelsauer Treppe. Oder Vogelsauer Treppe. Wo ist der rot? Huch. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ich will hier aussteigen. What the fuck? Was ist denn los? Was? Ein Kiosk ist das so. Löwe. Diesen Namen schimpf ich doch. Also der Retaler, der ist, finde ich, in den letzten zwei Stufen sehr schwach eingestellt. Also diese Tür. Los, halt an, ne? Waresbeckerstraße, auch eine Station wieder. Waresbeckerstraße. Aber danach zweigen wir leider schon von der Strecke ab, wie es aussieht. Ja. Wie schade. Ja, wir müssen echt mal Schwebebahn fahren hier an Omsi. Vielleicht liegt es auch daran, weil wir samstags fahren, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ganz ehrlich, ich habe Mist gebaut bei der Map und muss sie nochmal neu installieren, aber. Schönen guten Tag, Herr Busfahrer. Hallöchen. Eigentlich nicht. Kann ich mich nicht dran erinnern. Das sind wie alles halt. Ah, Flugzeug-Soundeffekte. Nee, da hole ich mir Platz. Obwohl, nee, es ging auch ohne. Talstraße. Also da hat schon Bums hier hochzukommen. Aber so ein Voltigetrieb ist bei solchen Bergfahrten gerade nicht geeignet, ne? Auch nicht für Landstraße und Autobahn.
Logischerweise. Jetzt geht's bergauf. Und aufs Land. Richte ich. Ja, die Performance bleibt nur so halbstark die ganze Zeit über. Das ist traurig. Hey, wieso gehen beide Türen hinten wieder auf? Was zum Teufel? Wir sind zu früh? Autobahn über uns wahrscheinlich. Diese Ampeln, Leute, die gehen mir so auf den Sack. Ach, wieder keine Ansage. Vor allem die Esso-Tankstelle sieht doch genauso gleich aus wie die Aral-Tankstelle, oder? Nur in Rot. Das ist mir gerade so aufgefallen. Warum sind wir denn zu früh? Thüringstraße. Da, 14. Und das 3 Minuten zu Düsseldorfer vor? Was? Nee. Bestimmt nicht. So. Wahrscheinlich brauche ich 3 Minuten dafür. Düsseldorfer Straße. Die alte Stellenbremse, die geht da so schnell rein. Ja, das sind 3 Minuten oder was? Da hätten 2 auch gereicht. Höchstens. Ja, berganfahren mit dem Volt ist halt mies, ne? Mettmanner Straße. Oha. Ja, wahrscheinlich halte ich hier bei Rot, wenn da vorne die Haltestelle ist. Das wird niemand machen. Niemand. Kein Busfahrer der Welt würde das machen. Krummacher Straße. Ja, von der Haltestelle jetzt anzufahren, das wird ein Spaß. Also da wäre mir ZF eindeutig lieber, ja. Gut, ich kann es ja nicht oft genug sagen.
sind sogar gerade rückwärts gerollt. Ja. Schliepers Häuschen, was ist das für ein Name? Ah, komm, los! Oh mein Gott! Drehzahl bis 11.000.000 gedreht oder so. Ja, ohne Kickdown geht's hier nicht hoch. Schliepers Häuschen. Ach, geradeaus ist gleich die Autobahn. Das ist interessant. Ja, wenn man die anderen DLCs besitzt für das Wuppertal, dann erkennt er das und vergrößert halt automatisch dann die Map. Du kannst aber auch auf der Map selbst fahren, um Performance zu sparen. Und ihr wisst, was ich meine. Aber theoretisch geht das ja auf der Map, auf der Hauptmap selbst auch. Habt ihr ja gesehen, meinen Fahrplan auswählen, ne? Da waren ja die Fahrpläne mit drin. Aber halt nicht die Hilfspfeile. Deswegen ist bei sowas halt immer gut, holt euch das Omni Navigation. Das hier. Ist es wert? Ist es wirklich wert? Zum Samstag hier aber auch keiner auf Wuppertal unterwegs. Wie schade. Sind sogar zu früh wieder. Na gut, dann ist es okay, dass wir hier stehen. Vorwerk, Unternehmen aus Wuppertal. Ich weiß nicht, was es ist. Sondern ist das der Wind, den ich da draußen gerade höre, die ganze Zeit? Achtung, Aufsetzgefahr. Ja, komm erstmal den Berg hoch, würde ich sagen. Boah, er kommt hoch. Benz Power. Da noch 30. Hänselweg. Für LKW verboten hier lang, okay. Hey, dieses Getriebe, ne? Weiß auch nicht, was es will. Hier, was steht denn hier alles? Linienverkehr frei, ach so, ja dann. Okay, hier knickt er ein bisschen ein. Wahrscheinlich halte ich hier. Ich halte schön weiter vorn. Wäre doch dämlich, wenn man da hält. Wer auch immer die Heilstelle gebaut hat, ne? Den müsste man erschießen. Wenn ich mal ehrlich, wo denken sich das aus, dass ich hier halten soll? Mitten auf der Kuppe. Da kommst du nicht mehr weg vom Fleck. Vor allem nicht im Winter. Rückertweg. Schnell, oder? Gut, hier geht's ja nicht anders, ne? Aber die fahren auch gefühlt wieder mitten ins Off. So, jetzt wieder aufs Land. Frankholzhäuschen. Ah ja, hier waren nur 30. So eine geile Landstraße. Das noch alles Wuppertal. Hier ist einfach nichts.
hier noch mit will. Guten Tag. Ja, ja, schrei nicht so. Straße. Oh, wir sind zu früh. Ich dachte, der Fahrplan wäre straffer gewesen hier. Ja, wahrscheinlich fahre ich hier 30. Für was auch immer. Kann man halt auch drehen scheinbar, wenn man nicht so weit rausfährt. Interessiert mich mal, was sie hält. Tatsache. Wenn man verkürzt fährt, das ist interessant. Oh, eine Ampel. Mit dem Off. Ein paar Häuser. Katernberger Vereinshaus. Aber hier wohnen wollen? Ja, kann man machen. So diesen Blitzer, aber der blitzt nicht, weil es nicht BBS ist. Ist immer nur Omsi. Sogar zwei. Ey, dieses Getriebe. Was macht es denn? Na, wenn wir zu früh sind, das kann mir auch egal sein. Ist niedlich da. Also von daher. Am Lohnberg. Schon ausrollen lassen. Das sagt er und gibt nochmal Zwischengas. So, tschüss. Da braucht ihr nicht noch drücken, Leute. Da ist da Endstation hier. Oh, scheiße. Das geht nicht. Birkenhöhe Schleife. Die Linie endet hier. Bitte verzieht euch. Danke. Das sieht aus. So, dann fahren wir hier noch rein. In die Schleife.
So. Alles aus. Genau, Blinker. Betriebsfahrt. Nö, keine Betriebsfahrt. Genau. Und damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, diese schreckliche Fahrt, kann man eigentlich schon sagen. Ja, spannend war es nicht, aber haben wir mal Wuppertal gesehen, das ist doch auch nicht so verkehrt und ja. Eine Stunde! Oh mein Gott! Okay, hat wohl doch länger gedauert, als ich wollte, aber okay, es ist halt so. Wie dem auch sei, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein und tschüssi, Kowski! Ja? Tschüssli, Müsli, ciao, Kakao, bis bald, Rian. Das Fernlicht geht nicht. Man sieht das Fernlicht nicht. Das ist ja witzig. Ja doch, da gerade ganz kurz. Ja, gut. Tschüss, tschüss.